Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu UFC 2. Ja, es geht weiter mit unserem Angezockt und mein Gegner, der brutale Bigfoot Onkel. Hallihallo, Hallöchen, ja. Von Angezockt, juhu. Mega geil, geiles Spiel. Und zwar haben wir jetzt gerade mal mit dieser Rivalitätszentrale hier, die es hier gibt, werden wir jetzt den Part nochmal ein bisschen fighten zusammen. Und morgen in dem Part werden wir dann den Crazy Freak mit einladen. Der wird dann also mit hier in der Aufnahme sein. Ich hoffe, dass er mitmacht. Ich hatte ihn nochmal angeschrieben. Bis jetzt kam noch keine Antwort. Also bereitet euch schon mal darauf vor, dass wir morgen zu dritt sind. Und da wollen wir mal probieren, ob man dann vielleicht zu dritt zocken kann, abwechselnd und dann eben vielleicht sogar zuschauen kann. Wenn die jetzt zum Beispiel Rivano und Crazy Freak gegeneinander kämpfen, Boxen dass ich da zugucken kann. Und dann könnte man dann nämlich so ein bisschen ein kleines Event sogar draus machen. Oh ja. Und da würde ich sagen, ich werde jetzt erstmal den Lad mich ein. Zum Rivalitätskampf einladen, natürlich. So, du kannst es bestimmt in dem. Muss ich dich jetzt jedes Mal in dem. Nee, du hast es bestimmt in dem Rivalitätsgedöns drin, ne? Denke ich mal. Ich bin drin, aber ich muss jedes Mal von außerhalb annehmen, ja. So, ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal Halbschwergewicht. Okay. Ja, lass uns doch mal die ganz Kleinen nehmen. Fangen wir mal von unten an. Oder Frauen als Abwechslung. Genau, wir machen den mal. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Rampage Jackson nehmen. Ich wollte mal na gut. Wir machen mal Frau. Ich würde gerne die. Ich würde aber die Ronda Rousey. Die willst du haben. Ah, hast du schon. Gut, hast du schon angewählt. Bei dir. Ronda Rousey. Ich habe keine Ahnung. Von denen kenne ich mich ja wirklich null aus. Ja, die hat da bei Fast and the Furious mitgespielt im Film. Bei Expendables. Ja, die ist schon nicht schlecht. Keine Ahnung. Echt, hat die da die Ronda. Ja. die hat verloren gegen Holly Holmes zum Beispiel. Holly Holm oder irgendwie so? Irgendwas mit Holly. Holly Holm, glaube ich, heißt die. Ich bin mir aber nicht so sicher. Guck mal, eine Deutsche, oder? War das gerade eine Deutsche? Ne, Brasilian. Ich dachte, jetzt irgendwie Deutsch. Es gibt Deutsche, aber ich weiß, ob sie die hier in dem. Crazy Krankheit war das jetzt. Da, genau, Holly Holm, da war sie. Gegen die habe ich verloren. Also in echt hat sie gegen die verloren. Ja, die hat auch bis jetzt so 10-mal gekämpft. 10-mal. Ich weiß nicht, was das bedeutet. 12-1-0. 12 Siege, einmal verloren und das 0 müsste, glaube ich, technisches K.O. sein. Oder so mit davon Punkte K.O. ist vielleicht. Oder sonst war. Also ich habe bis jetzt 10 Mal gekämpft, also die Holly Holm, aber ich würde gerne mal, ich habe jetzt gerade eine gesehen, die sah sehr interessant aus. Die hier sieht sehr interessant aus. Die hat auch noch wenig Fights. Ha? Ja, bösen Blick hat's. Ja, mach mal. Okay, nehme ich mal die. Bin auf jeden Fall ready. Okay, Ronda, dann lass mich bitte nicht hängen. Ronda! Die Freiheit nehme ich mir. Ronda, McDonald's. Bin mal gespannt. Ich glaube ja, dass die Frauen ein bisschen schneller sind sogar. Dass keine die Ahnung. Vielleicht nicht schneller alles auf jeden Fall. Und keine kratzen, Ahnung. Beißen, Haare ziehen. Quietschen. Als nächstes steht ein UFC-Bantamgewichtskampf der Damen auf dem Programm. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden. Ja, Daten würde mich interessieren. In diesem Bantamgewichtsfight. Okay, fast bist eine alte Sau. 1,73, okay. Aber die ist so alt wie ich, ey. Wahnsinn. So viel erreicht, Wahnsinn. Heftig. Naja, so viel erreicht. Also ich würd da nicht in den Ring steigen. Ja, schon cool. Aber dann jetzt hätten wir natürlich für unsere Männerzuschauer mal das lassen sollen, wie sie da rumhüpfen. So. Oh, egal. Ja, dafür hüpfen wir jetzt mit dem Arsch darum. Okay, bist du soweit? Naja. Ja. Okay. Schwerer Haken. Sieht mal gut aus. Aber daneben. Ah, siehst du, die kann wieder. Ja, der Kick kommt. Strecke oh, ja, saubere Kicks zum Ball. Oh. Steh auf. Sei ein Mann. Sei eine Frau. Ja, sie stehen beide wieder auf. Cool. Sehr guter Leckkick. Boah. Naja, der böse Onkel. Der nächste schöne schöner Kopf. Kick. Ja, die Ronda. Ja, ausgewichen. Okay. Bei der linken hast du Glück gehabt. Der Haken hätte übel werden können. Aha, okay. Ich finde das ja, so. Ja. Half Guard. Und zurück in die Zeit. Na komm. Jetzt geht's in die neue Ja, Haus. Aber ich wechsle auch gleich. Ja, noch sind meine fit. Mann, was ist das denn für ein Murks? Eine gute Position. Starke Typen kaputt.
Mhm, schön. Da ist sie wieder in der Full Mount. Sie ist jetzt in der Half Guard. Ja. Sie geht in die Full Guard. Okay, ich hab keine Ahnung. Schöner Punch. Stark. Ich auch nicht. Aber ich find's lustig. Und zurück in die Full Guard. Boah. Hier, wir rubbeln uns hier durch, du Wahnsinn. Die befreit sich aus der Full Mount, stark gemacht. Rousey kämpft aus der Guard. Oh, ich habe dein Auge schon zum Schwellen gebracht. Zugeschwollen. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Alter, warum kannst du? Sauberer Pass in die Full Mount. Gute Arbeit von unten, schöner Punch zum Kopf. Boah. Boah. Ah, leck mich am Arsch, ey. Beide stehen wieder. Boah. Da kickt zum Kopf, sie ist angeschlagen. Oh, den hast du mir aber gleich wieder zurückgegeben. Okay. Wow! Alter, steh auf, steh auf! Ah, ich muss erstmal wieder drankommen hier. Na komm, mach irgendwas, Mädel. Ja, sie bringt sie zu Boden. Alter, wie funktioniert schön, das denn? Schöner Takedown. Wie kannst du das machen? Jetzt ist sie in der besseren Position. Wirken, wehtun. Ja, wie machst du das? Tasten weg. Oben. Das sind doch immer so kleine R-Tasten. Immer drücken. Starke Befreiung aus der Vollmacht. Und dann kannst du das unterbinden mit Schläge und so. Gute Arbeit von oben. Side Control ist absolut geil. Ja, ich will wieder in die Seite. Schön, wie sie sich da auf dem Boden bewegen. Ja, wieso kannst du? Was mache ich jetzt? Ist es vorbei? Schlag. Schöner Punch zum Körper. Stark von ah, okay. Da kommen wir direkt wieder raus. Na komm, steh auf. Diesmal kommt sie wieder hoch. Boah. Schöner Kick zum Kopf. Oh, der Kick landet. Boah, steh auf, steh auf. Oh, was für großartige Kicks. Boah, die Weiber. Ja, die geben richtig Gas. Oh. Das hätte was werden können, aber der Uppercut geht vorbei. Ich finde das so witzig, die Weiber. Inside Leg, gut gemacht. Dein armes, geschwollenes Gesicht. Was für ein Leg Kick. Oh. Ja, wieder ein toller Kick. Geh weg. Schöner Leg Kick, auch jetzt wieder. Boah. Und der nächste gute Kick. Boah. Mit diesem Kick zum Kopf. Voll mit dem Fuß zieh ins Auge. So, die letzte Minute. Boah, schöne Kombo. Oh, meine ist benommen. Ja. Steh auf, Mädel. Du bist benommen. Du sollst aufstehen. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Boah. Schon wieder auf dem Ding. Schön. Und wieder kommt sie auf die Beine. Ah. Boah. Zeigt sie gute Kicks. Alter. Oh, ein satter Uppercut. Ah, mach ja was, Mädel. Ja. Alter. Hat ihren Rücken. Backside. Boah, geil. Guck mal. Das sind die letzten Sekunden der ersten Runde. Topmouth, okay. Schön den Sweep eingeweckt. Ah, das Ende. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Natürlich. Wow, geil. Oh, du bist ordentlich. Wow, die Mädels. Guck dir mal die geschwollene Unterauge an. Aua. Hast du was weggedrückt, ne? Hm. Hallo? 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 Ist schon geil. Kündigt Runde 2 an. Mit, nach dem Küsschen kann ich gut kämpfen. Als Frau? Ja. Ja, nee, für uns, für mich jetzt angesprochen, nicht für die Ronda. Okay, Runde 2. Und da war oh, der oh, kleines Tier, du. Sie zieht den Haken zum Kopf. Ha! An der Cut wird sehen? Das sieht übel aus. Zack, da hab ich dich. Ein Kick nach dem anderen, das sieht gut aus. Schöner Treffer mit dem Kick. Wie macht man eigentlich diese nach vorne raus Kicks? Die würden mich schon interessieren. Ja, der Inside Leg Kick kommt an. Ja, oh. Ja, schöner Roundhouse zum Körper. Ja, Kick
Kick zum Kopf und der hat gesessen. Jetzt Alter, ich komme mit dem Fett aus. Das sind richtig gute Kicks. Ein klarer Wirkungstreffer. Hier will keiner zurückstecken. Mach doch mal irgendwas. Oh, schöner Haken. Treffer mit der rechten. Wow, das sind richtig gute. Was für ein Haken, hast du gesehen? Dieses Rumgebärmel hier, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich finde das so geil. Ich weiß nicht, wo du was trinken sollst und ich weiß nicht, warum du gerade irgendwo die Oberhand hast. Ich verstehe es nicht. Oh, jetzt kriegst du wieder auf die Fresse. Sie Oh. Die befreit sich aus der vollen Mauer und stark gemacht. Alter! Jetzt wechselt sie in die Vollgard. Und wieder in die Fullgard. Ein heftiger Punch zum Kopf, starke Arbeit von oben. Ach, mach doch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht mit diesem. Ja, sie ist wieder da. Ja, der Jab kommt. Wahnsinn, wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Oh, oh. Geh weg, du Prellung. Oh, da fehlt die. Du hast die Prellung, nicht ich. Ja, das sag ich ja. Mit ich Prellung, du Prellung. Ich will weg, ich hab Prellung. Klasse Kopftreffer, da war die Oberhand. Sehr gut, diese Kombination. Das war ein herrlicher Leckkick. Da war der Kick, aber kein Treffer. Oh, starker Inside-Leckkick. Bah. Wow! Zeitläufer, ganz starker Kick zum Kopf. Ja. Oh ja, gute Oberhand. Was für eine Füßestellung. Boah, das hab ich so gekriegt. Schön. Oh. Tolle Angriffe hier. Boah, das ist so. Meine Fresse. Ja, sie kommt noch diesmal wieder hoch. Boah. Alter, das sieht ja schon heftig. Guter Kopftreffer, da kann die Oberhand. Oh, noch ein. Ja, liebe Freunde, kriegt der Onkel kriegt ja richtig was auf die Nuss. Die alte Perle, die kriegt ja einen auf die Fresse. Ich hau die weg. Boah, schönes Gesicht nochmal. Der Cut an ihrer Augenbraue sieht übel aus. Ja, das wird schön auf den Körper. Komm. Hey, mach doch mal was, Olle. Ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Du willst auch nur wieder am Bein gewinnen. Nein, der Roundhouse-Kick kommt nicht an. Und eine Gerade zum Körper. Ja, gute Serie von Leg-Kicks. Exzellentes Timing hier bei den Treffern. Alter. Geblockt. Der Schlag kommt nicht durch. Guter Roundhouse-Kick. Starke Kick-Kombination. Ronda, was ist denn los mit dir? Aber kein Treffer. Und ein Kick. Boah, schön. Wieder der schwere Leckkick. Das sind toll getimte Treffer. Super. Schön. Wieder ein toller Kick. Nein, dieser Punch bringt nichts ein. Ja, klasse, dieser Jab. Boah, da hab ich dich erwischt, aber zu wenig Power hinter. Boah. Gute Kickserie. Ja, der Headkick landet jetzt. Onkel ist total angespannt, merkt ihr das? Ja. Treffer, da kommt der Power. Boah, schön. Tolle Kickserie hier. Da ist der Schuss. Fall um, du blödes Mistviech. Boah, schöner Haken zum Kopf, aber daneben. Ich bin Ronda, Ronda de Vil. Die Vil ist so. Oh, ein Kick. Oh, der war gut. Ja, noch so ein toller Kick. Oh. Schau doch einfach mal zu, warum haut die bei mir nicht zu? Und das ist das, ah, das Ende. Immer mal am Ende. Josi, Alter, leck mich am Arsch. Ja, ich will dein Gesicht sehen. Wolltest du das gucken? Ein paar. Ja, also mal jetzt Videos. Reingucken kann man schon mal. Mhm. Boah, schöne Treffer. Das ist geil, wenn ich so klammer. Ich würde dich am liebsten erwürgen, aber ich darf ja nicht. 34 Leckkick steht da. 34 Mal habe ich dir am Bein getroffen. Boah. Steht das bei dir auch, wie oft du getreten hast? Ne.
Okay. Ich weiß, boah, schmerzhaft als Shirt. Guck dir das mal. Boah, scheiße. Ich hab sein Gesicht zerstört. Oh, Mädel. Ich hoffe, du gibst gleich auf. Ich sehe schon, komm, gleich krieg ich einen und dann bin ich bewusstlos. Einfach so. Gut, mal sehen, was uns in Runde 3 erwartet. Oh, ein Inside-Leg-Kick. Der Haken zum Körper kommt an. Oi, oi, oi. Inzwischen sind beide Augen ziemlich heftig zugeschwollen. Oh, gute Abwehr. Das war kein schlechter Kick. Sauberer Overhead. Ja, schöner Double-Leg-Takedown. Wir zappeln da rum, das ist so geil. Wieso? Warum kriegst du das immer? Ich versteh's nicht. Ich raff das hier nicht. Raffst du das, wie das hier funktioniert? Noch nicht ganz so wirklich. Sie nutzt die Chance zu Double Underhooks. Oh, gut gearbeitet. Over Under. Und da ist jetzt der Underhook. Sauberer Haken im Clinch. Ein weiterer Haken. Guter Kniestoß zum Bein. Jetzt hat sie sie im Teilplan. Oh, jetzt hab ich gerade ein bisschen verpennt. Oh, der Headkick sitzt. Boah. Toller Kick, aber schöne Kicks, ja. Die geben sich nichts, die Weiber, ne? Das ist Wahnsinn. Nee, die sind. Also, die würden uns fertig machen. Glaub mir das. Ich glaube, der Schiedsrichter würde uns fertig machen. Ja, das auch. Da kommt der Leckkick. Guter Kniestoß. Sehr gut, tolles Timing. Ja, der Kick vom Körper kommt an. Ja, boah. Sehr guter Kniestoß zum Körper. Boah. Ja, ja, der Roundhouse-Kick erwischt sie am Kopf. Oh, 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 ihre Prellung am Oberschenkel wird schlimmer. Er wird sie morgen kaum laufen können. Ich sollte nur mal den Namen dazu sagen, wie die Main, weil die Oberschenkelprellung gehört zum Beispiel zu mir. Ja. Sehr schöner Kick zum Bein. Ich hab das sehr kaputt. Gute Kombination. Und alles andere ist auch irgendwie geschadet. Was für Kniestöße. Gute Linke. Die Weiber rasten sehr aus. Starker Leckkick. Gute Aktion, da war der Kniestoß zum Körper. Boah. Schön, wie sie. Und ja. Ist angeschlagen. Schöne Gerade. Ah. Wow. Oh, ein knallharter Kopftreffer. Alter. Oh. Oh. Rivano, der Lava sagt normalerweise ist auch hier ganz still. Ja, ich bin gerade total angespannt, liebe Freunde. Der Onkel ist ein echtes Tier, ey. Richtige Wummen. Wow. Jetzt habe ich aber was rausgefunden, was mich sehr gerade ein bisschen inspiriert. Und zwar, pass auf, der hier. Bam! Tolle Kicks. Oh, jetzt haben wir uns abgewechselt. Boah. Oh ja, tolle Kicks. Ja, sie geht wieder zum Ball. Oh, schön. Oh, der hat getroffen. Schön. Was für ein Kniestoß. Oh, nochmal wieder gut. Das sieht eine wilde Prügelei aus. Sehr gute Angriff. Boah, schön. Perfekte Linke. Ja, ja, sie bringt eine Kombination. Boah. Klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Die rechte Pass. Mit offenem Visier, ja. Gute Gerade. Boah. Oh, schöner Kick zum Kopf. Du hast aber auch ein Tier. Oh, das war ein gute Kombo. Die hätte schon fast Ende sein können. Klasse Kicks. Noch mal auf Boxer hier. Sieht katastrophal aus. Es würde mich nicht wundern, wenn der Kampf bald abgebrochen wird. Haken zum Kopf. Toller Treffer. Gutes Timing. Noch 30 Sekunden. Und noch ein klasse Kick. Ja, hör drauf.
Guter Kopftreffer mit diesem Diving Punch. Warum kriege ich denn dich nicht geschlagen? Das ist. Und wieder kämpft sie sich auf die Beine. Ja, der Kick ging daneben. Ausgewichen. Oh, oh, oh. Hallo. Wird dein jetzt wild oder was? Ja! Oh, komm schon drauf mit uns! Nee, komm, geh hoch! Geh hoch! Geh hoch! Au, oh, drauf! Ich kann nichts. Ja, ich bin K.O. Scheiße! Das ist die Schlussschläge. Das ist nochmal richtig ausgerastet, die Alte. Die konnte nichts mehr machen. Ja, da war vorbei. Scheiße! Und ich hab doch die Deckung und das waren noch 10 Sekunden oder so. Wow, Alter. Oh, und RAM! Oh, schade, Crazy hat sich noch nicht gemeldet, kleines Update, also das heißt, morgen wird es noch ein Part so gehen. Warte mal, ich guck mal. Achso, ja, war er dabei, sagt er. Oh, wie geil, Alter. Voll auf geiles die Game. Fresse gehauen, geil. Aber voll. Nee, das war ein verdienter Kampf. Obwohl ich eigentlich schon gedacht habe, bei so viel Treffer im Gesicht, so irgendwann muss man gut sein, aber die Frau war ein Monster, die du hattest. Wow. Die waren Berserker. Voll, aber krass, volle Kanüle. Kaputt geschlagen. Ja, muss man gucken, dass man jetzt hier mehr mit Kombos. Ich auch Muay Thai und da gibt's ja auch Taekwondo mit Tritte, so Kombinationstritte und so. Ich will das mal alles so herausfinden. Ja. Bin mal gespannt. Lädst du mich einfach wieder ein? Nein, Part ist vorbei. Ja, da wollte ich Entschuldigung. Ganz kurz, du kannst gleich ja. Tschüss sagen, aber wie gesagt, morgen ist dann der Crazy dabei. Den lade ich jetzt hier mit ein und der wird dann auch morgen stimmlich natürlich dabei sein. Okay, klar, gerne. Und ja. Mach du einfach Ende. Passt schon. Nee, ist in Ordnung. Okay, also ich fand's richtig geil und richtig. Boah, die Zeit, die rennt natürlich bei so einem Game. Richtig cool und ja, da muss man sich noch ein bisschen einfühlen, aber es ist viel Lucky Punch auch dabei. Und man hat ja gesehen, ey, man hat die Beulen, was die haben, diese Schmerzen, Wahnsinn, aber es sieht echt realistisch aus. Haben die echt super gemacht, ich bin sehr begeistert und freue mich wieder drauf, weiter zu zocken. Und dann würde ich sagen, bis morgen zu dritt. Bis dann, ciao. Tschüss.